Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, das leider einen etwas erschreckenden Anlass hat, nämlich eine vordere geplatzte Stahlflex-Bremsleitung. Tja, demzufolge keinerlei Bremsdruck. Da unten kann man sehen, da spritzt denn dann auch die Bremsflüssigkeit raus. Tja, grauenhaft. Ich befand mich in einer ziemlich steilen Spitzkehre an einem Hang und wurde von einem Autofahrer geschnitten. Ja, daraufhin musste ich bremsen und hielt das Motorrad mit der Vorderradbremse fest. Ja, und auf einmal macht es plupp und ich griff ins Leere. Die Vorderradbremse hatte keine Wirkung mehr. Es gab kaum noch Zeit, auf die Fußbremse zu steigen. Die ganze Fuhre ging also bergab. Ich habe natürlich versucht, mit der Kupplung zu hantieren. Der Motor ging aus, also End vom Lied. Ich habe die ganze Kiste nach links abgelegt, wirklich halbwegs ablegen können, ohne dass da irgendwie groß was passiert ist, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Hier sieht man also, da ist denn dann der Schalthebel nach vorne gebogen. Das kriegt man wohl wieder hin. Ja, die Sozius-Fußraste, die hat es denn da wirklich zerrissen. Da ist also ein neuer Satz bestellt. Das hätte also böse enden können. Ich werde mich also jetzt mal dran geben, die Bremsleitung zu ersetzen und Bremsflüssigkeit aufzufüllen. Ich zeige euch dann nochmal das Ergebnis und vor allen Dingen auch nochmal die Stelle am Original, am Schlauch, wo es passiert ist. Ja, zurzeit spielt der Hersteller mal keine Rolle. Ich werde ihm also dieses Video schicken, beziehungsweise Bilder von der geplatzten Leitung. Die Bremsleitung ist knapp 4 Jahre alt und die Bremsflüssigkeit war jetzt etwa ein Dreivierteljahr drin. Alles soweit im grünen Bereich und Stahlflex verbaut man ja sowieso. Eigentlich, um auf der sicheren Seite zu sein. Das war hierbei leider nicht der Fall. Und dann mal hören, was der Hersteller dazu meint. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, zunächst mal ist die Schraube gelöst. Als nächstes müssen die Halterungen ab. Das muss weg. Und hier oben gibt es auch noch eine Halterung. Die muss auch noch gelöst werden. Ja, dann geht das Ganze da rein hinter die Lampenmaske und landet denn hier oben. Das Ganze ist jetzt auch schon lose. Ja, da muss man dann mal gucken, wie es denn weitergeht. Draußen ist die Bremsleitung und hier könnt ihr euch das Corpus Delicti mal in aller Ruhe ansehen. Darum geht's. Ohne jede Fremdeinwirkung aufgeplatzt und so sieht das dann aus. Ja, nun kann man sich vorstellen, dass da am Hang mit dem Ablegen, das ging ja noch, von hinten kam jetzt kein Auto, kein Bus, kein LKW. Aber wenn das in einer Notsituation passiert und man mit relativ hoher Geschwindigkeit vorne in die Bremse muss und dann platzt das Ding da weg, ja, das kann dann bös enden. Der neue Schlauch ist verlegt, es scheint ein bisschen länger zu sein als der alte. Aber es hat funktioniert. Von da kommt er rum. Da unten lang. Ja. Als nächstes kommt die übliche Thematik. Bremsflüssigkeit einfüllen. Ja, dort 4 kommt hier rein. Und das ist dann jetzt das nächste, was passiert. Ja, am Rande, für die das gerne selbst machen. Man sollte also bei solchen Geschichten immer in der Nähe Wasser haben. Es kann also immer mal Bremsflüssigkeit austreten. Die kann man mit Wasser super neutralisieren. Da gibt es also dann gar keine Probleme. Ja, wollen wir mal loslegen. Um nun die Bremsflüssigkeit einzufüllen, alles schön abdecken. Bremsflüssigkeit ist sehr aggressiv und alles, was an Plastik kommt, muss direkt oder auch an Lack muss direkt runter. Deswegen einfach ein altes Tuch da auf die Seite, noch einen Lappen dazu und ein Kleenex. Und hier auf der Seite ist jetzt eine Pumpe angeschlossen. Ja, die gibt es also handelsüblich bei Lewis im Internet, sonst wo, total egal.
Ja, und mit dieser Pumpe geht es dann gleich los. Ich habe also jetzt ein bisschen Brennflüssigkeit, DOT4, hier eingefüllt. Durch diese Tülle kann man also dann wunderbar oben in den Ausgleichsbehälter, den Behälter, den dann was abfüllen. Ja, und unten dann immer wieder abpumpen. Und das dann mehrfach, bis denn keine Luft mehr drin ist, bis alles soweit fit ist. Naja, das kennt ihr schon. Also da wollen wir das Rad nicht neu erfinden. Da werde ich das jetzt machen und verlinke euch einfach mal ja, zu einem schönen Luis-Video oder einem anderen, wo also jetzt das auch ja, erklärt ist, wie man eine Bremse entlüftet. Das ist im Grunde immer der gleiche Vorgang. Oben drauf achten, dass immer da Flüssigkeit drin ist. Unten abzapfen. Oben darf es also nie leer sein, damit oben nicht wieder Luft nachgezogen wird. Also immer schön nachfüllen, ja, bis denn unten die klare, saubere Flüssigkeit ankommt. Ja, dann bis zum Schauglas vernünftig auffüllen und dann ist man eigentlich fertig. Jo, legen wir mal wieder los. Bremsflüssigkeit ist aufgefüllt. Bremsdruck ist da. Ja, das war's bis hierhin. Ich werde euch also in der Videobeschreibung auf dem Laufenden halten und euch ja immer mitteilen, was denn vom Hersteller soweit gekommen ist. Wir werden sehen. Jo, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ja, allzeit gute Fahrt und dass euch sowas nicht passiert. Bis dann, tschüss. Tja, zur Freude habe ich denn zumindest den Schalthebel noch richten können, und zwar mit einer Rohrzange. Das hat funktioniert.